Hallihallo und herzlich willkommen. Heute gehen wir Level 13 an. Das wird relativ interessant. Und ich würde sagen, wir legen los. Victors alter Lehrer hat immer Geschichten über die Wetterkrieger erzählt, die ihre Energie aus Elementarmagie beziehen. Derjenige, der das magische Wetterartefakt besaß, konnte jeden Krieger in einen mächtigen Wetterkrieger verwandeln. Und Victor wusste, wo er das Artefakt finden konnte. Ja, das ist die Map für heute. Wir haben in der letzten Folge in Level 12 ja unser Windartefakt eingesammelt. Das wird dann gleich hier erscheinen. Damit müssen wir erstmal hier die ganzen Wolken wegmachen. Wir brauchen hier sehr viel Weizen. Deswegen werden wir gleich eine Mühle pflanzen, anstatt unser Haus als erstes. Ja, ansonsten werden wir dann sehen, was kommt. Wir legen los. Hallo, ich verkaufe Nahrung gegen Gold. Komm und tausche 10 Einheiten Nahrung gegen 10 Einheiten Goldmünzen. Ich denke, er tauscht Gold gegen Nahrung. Okay, tauschen wir Nahrung gegen Gold. So, jetzt haben wir hier die maximale Stufe der Mühle. Das heißt, pro Weizen, was wir abgeben, bekommen wir 5 Stück raus. In der Zwischenzeit können wir hier die Wolken wegmachen. So, mit diesem Artefakt sind wir nun in der Lage, unsere Soldaten, ja, Elementarfähigkeiten hinzuzufügen. Na komm, mach mal 3. So, jetzt brauchen wir ganz schnell viel Holz. Jetzt brauchen wir einen Wasserkrieger. Dazu ziehen wir hier die Wolke hier drauf.
Wir reparieren hier unten die Brücke. Sagen ihm hier, er soll angreifen. Und machen das Versteck kaputt. Ja, und das war's auch schon. Wir haben die Goldmedaille. Hier seht ihr es, ein bisschen Zeit hatten wir auch noch. Von daher. Ach ja. So, mein Husten ist noch nicht ganz so weg, aber deswegen war hier gerade eine kleine kurze Pause. Den Husten hatte ich rausgeschnitten, denn es klingt nicht wirklich sehr erotisch. Ich hoffe, wir sehen uns dann in Level 14. Und ja, wir sehen uns. Also, ciao und baba.